Beim was? Beim Landen drücken, um abzurollen und Schaden zu vermeiden. Oh, okay. Cool. Da müssen wir durchkriechen und wahrscheinlich in das Fenster rein. Da ist sogar noch der Fernseher an. Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? Okay. A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Okay, das ist okay. Also hier wurde Leichenplünderung betrieben. Eine Musikbox. Die erinnert mich an die Vergangenheit. An eine vergessene Zeit mit meiner Frau und meinem Kind war es, glaube ich, jetzt, ja. So. Die da unten werden wir mal nicht aufmischen. Oh, fuck. Nein! Auf sie zu untersuchen. Eieieiei, jetzt sind wir fertig. Kann ich da oben rüberspringen oder muss ich da irgendwie was anderes machen? Jetzt haben wir... Alter, dieses Stupide gegen die Wand rennen. Kann ich da rüberspringen? Ah, da unten, das sieht so kaputt aus. Das sieht so aus, als könnte ich mich da durchschlagen mit der Axt. Nein, ich komme auch oben rüber. Es war nur Unfähigkeit. So, hier haben wir wieder irgendeinen Stromkreis, aber hier geht's rein. Was ist denn da drin? Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Wieso sind seine Tagebuchseiten eigentlich überall verstreut? Oh Gott. Okay, hier müssen wir also über die Eieiei, das war knapp. Wir müssen anscheinend da oben rauf. Hopp! Uiuiui, knapp. Und jetzt können wir da oben drauf landen? Nein! Muss mir doch mal jemand sagen, dass ich da drauf stehen bleibe. Gut, dann hops. Und hops. Und hops. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, na toll, jetzt haben wir wieder volle Leben. Jetzt habe ich wieder so ein Päckchen hier gefunden. Aber ich habe auch festgestellt, durchs Rennen und ähnliches verbrauchen wir auch unsere Energie. In the Army now. Was haben wir denn hier? Okay, ein Revolver. The days of wasting bullets have passed. Okay, Sean, we shot at anything and everything. Well, the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Okay. Zum Nachladen drücken. What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you'll have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Schieß auf die Dose. Ja, wie? Ach so, ich muss... Oh Gott, ich muss jede Kugel einzeln nachladen. Ja, wie schieße ich? Muss ich erst komplett durchladen. Und jetzt? Wie schieße ich? Come on. Mehr nachladen geht nicht. Hier hocke ich mich hin. Aha. Okay, das ist ein bisschen hakelig. Kid, I like your style. But let's think of something harder now. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that.
Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Okay. Erstmal muss ich das Ding nachladen. So. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Ja, das haben wir jetzt aus Reflex schon irgendwie gemacht. Und ja. Gut, wir haben einen vollgeladenen Revolver mit 12 Kugeln. Haben wir insgesamt, glaube ich. Oder was heißt das? Egal, hier haben wir... Okay, noch mehr Kugeln. Kann ich noch mehr von denen aufheben? Nee, okay, also 18 Kugeln können wir insgesamt nur tragen. So, und wie kommen wir dann jetzt hier am günstigsten lang? Schieß auf das Schloss, um weiterzukommen. Ah, da oben. Ach, da warst du. Hat's nicht gereicht? Nee. Aha. Mal gleich nachladen. Falls irgendwas passiert, müssen wir ja gewappnet sein. Und jetzt müssen wir entweder da dran langkraxeln, oder? Ja. In pursuit of a white van in the center of Seattle, our goal is to take down our enemy. Repeat, in pursuit of white van, Charlie White. That's Parker's motorhome. Okay, das klingt nicht gut. Die verfolgen unsere Kollegen, von denen wir anfangs getrennt wurden anscheinend. Oh yeah. Oh fuck, das hat viele angelockt. Was haben wir denn hier? Nochmal Kugeln. Okay, schnell weg hier. Oh Gott, ey. Status aktualisiert. Etwas Schreckliches ist hier geschehen. Dieser Ort wurde nicht einfach aufgegeben. Hier wurde gekämpft. Das war ein großer Kampf. Aber gegen wen? Gegen das Militär? Diese Bilder könnten aus dem Film stammen. Könnten aus einem Film stammen. Erschreckend, dass alles real ist. Es kommt einem so unmöglich vor. Okay, ja, hier ist irgendwas passiert. Was haben wir hier? Wieder Munition? Nein, ein Verbandskasten. Okay, also wenn wir was abkriegen, dann können wir hier nochmal hinkommen. Durch hier. Hier verschwenden wir mal keine Kugeln an den Einzelnen. Oh Gott, jetzt geht uns die Energie aus. Nein, 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 loslassen. Oh, das hat das Skill. Wuhu. Skillman. Okay, man kann sie anscheinend auch wirklich nur mit einem Kopfschuss töten, wie es aussieht. Weil eben haben die ganz schön viel ausgehalten. Und jetzt holen wir uns nochmal den Verbandskasten hier drüben. So, jetzt haben wir alle Kugeln wieder drin. Und damit ist er auch schon... Oh, der ist komplett weg dann. Okay. Ach, Junge. Ein bisschen musst du selbst schon aufpassen. Okay, da brennt es. That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Ja, ich vermute, es muss auch was mit der Leiter zu tun haben. Oder haben wir einen Feuerlöscher oder sowas dabei? Sieht nicht so aus. Gut, dann... Porn. Okay. Ah, da oben. Da oben ist hier ein... so ein... Wasserturm. Was haben wir hier? Oh, Elwood Tool. Ob die Namen irgendwie später noch irgendeine Bedeutung haben oder ob das einfach nur... Ja, einfach nur eine Ansage. That water tower looks weak. I could tackle it down. Okay. Randall benutzt Tackle! Ehrlich? A waste of precious drinking water. But I have to find my friends. My family. The fire should be out now. Okay, also Wasser ist anscheinend auch schon... Oh. Was ist denn da mit dem Feuerlöscher?
Ach nee, das war die Tür. Aber wie man schon bemerkt, anscheinend ist... Ach Gott, ey. Du Idiot, ein bisschen bremsen wirst du doch wohl auch können. Ja, Wasser ist anscheinend auch schon ziemlich knapp geworden hier in den Zeiten. Und die werde ich mal versuchen zu umgehen. Geronimo. Oh. Uiuiuiui. Da kam ja noch einer raus. So, hopp da. Oh Gott. Sieht auch schon nicht mehr so frisch hier drin aus. Was haben wir hier? Eine Couch. Eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden von andauernden Drohungen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Okay. Bist du das? Sicher, sicher. Okay, er stöhnt nicht mehr rum. Über die Feuerleiter. Dann können wir hier rein. Ah, lass mich raten. Hier ist dieser Nachbar drin. Oder? Mal gucken. Nein. Kommen wir da hoch? Nein. Dann müssen wir anscheinend über das Fenster hier, oder? Ja. Schöne Zickzacklaufen durchs Gebäude. Aha, wir befinden uns hier in... Ist das das Schild von dem Haus hier? Wenn ja, dann war so in einem Hotel. Oh, da ist ja ein Loch. Ach, da kommen wir gar nicht durch, oder? Nein. Hä? Und wie komme ich da jetzt hin? Na. Hä? Muss ich hier? Ja. Nein. Aha. Okay, verstanden. Nein! Um Gottes Willen, ey. Okay, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber... Ja, so schön. Ja, es geht. Bisschen hakelig, aber damit kommt man klar. So, wir wissen jetzt, also da rüber an die Wand, oder? Nee, wie war das? Von hier? Dann hopp. Und hopp. So, und jetzt langsam. Hopp. Na komm schon, hopp. Schaffst du doch. Braver Junge. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Okay, dann lock ich sie mal wieder an. Come on. Yeah, come on. Here. Come on. Lol. Jetzt können wir wieder hier runter und da durchklettern, oder? Na los, runter da. Na, komm schon. Dann hier runter. Ach Gottchen, ey. Nein. Na, ja. Ja, fast. So. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. I will kill you, freaks. Okay. Waren wir hier schon? Nein, sieht nicht so aus. Okay, und das hier sieht ziemlich wackelig aus. Hier werde ich mich mal nicht allzu lange aufhalten. Oh, wieder jemanden, den wir uns untersuchen können. Ein Testament, geschrieben von dem Bewohner des Apartmentblocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boiler des Hauses in die Luft zu jagen, um alle... Oh, okay, also er hat für dieses fette Loch hier gesorgt. Okay. Schön abrollen und durch da. That's the helicopter chasing my friends. Quick. My friends are in danger. Okay, wir müssen also seine Freunde jetzt retten, wie es aussieht.